ganz oben drüber. Ganz oben. Wie ein Christbaum. Siehst du Lametta? Hier ist der Wind. Jetzt bauen wir auf. Dann geht's direkt zum Gipfel. Wir waren mit Philipp 2012 und 2014 schon in Alaska. Wir haben zweimal ein Riesenprojekt gemacht, haben versucht, auf große Berge in Alaska hochzukiten. Leider hat uns das Wetter jedes Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe es trotzdem noch nicht abgeschrieben, habe mir dann gedacht, jetzt rufe ich meinen Philipp an und guck mal, ob der noch Lust dazu hat. Er hat mich dann mit ein paar sehr coolen Bildern überzeugt und noch zwei Jungs mit an Bord geholt, den Tobi und den Maxi. Als er dann davon erzählt hat, das war klar, da muss ich auf jeden Fall mit. Die Idee ist halt, auf den Berg zu kiten und runter zu fliegen, zu Skifahren, zu Freeriden. Und dann wieder den Kite auspacken, wieder hochfahren, Kite wieder einpacken, Speedrider auspacken, runterfliegen. Das ist einfach zu schaffen, am Gipfel oben zu stehen mit dem Kite in der Hand, wenn es volle Kanne drüber hackt. Große Frage war halt wie immer, wird das Wetter passen? Es kommen viele Tiefdruckgebiete durch, viel Regen, viel Schnee. Kommt jetzt endlich mal alles zusammen? Wir sind da angekommen in Tromsø am Flughafen mit unserem ganzen Gepäck. Es waren irgendwie 7 Taschen und 3 Boardbags. Da habe ich mir gedacht, wir haben einen kleinen Passat. Also wie soll denn das funktionieren, hier jetzt irgendwie hunderte Kilometer durch Norwegen zu fahren? Wahnsinns geilen Fahrt erreichten wir dann unsere Unterkunft auf der Lyngenhalbinsel, von wo aus wir auf unsere erste große Gletschertour starten wollten. Die Tour hat auf der Lyngenhalbinsel gestartet. Da waren wir in so einem kleinen Fischerdorf. Super Schnee und dann 3 Tage Regen. Das war eine Scheiße. Has anybody seen the sun? Ja, das Wetter war so schlecht, dass wir unsere Gletschertour leider nicht starten konnten. Es hat wirklich durchgeregnet, durchgeschneit. Mittwoch wird es besser. Oben ballert es nochmal. Gegen den Wind. Trotz des frustrierenden Wetters haben wir uns den Spaß definitiv nicht nehmen lassen. Das ist die Körpermassage. Los. Was ist denn da draußen los? Ziemlich egal, was man tut, der schläft immer. Dann am Abend erstmal 2 Stunden im Hot-Tub gesessen, alle Muskeln wieder weich gekocht. Ich muss schon sagen, wir hatten ja wirklich das beste Wetter, das man sich heute so aussuchen konnte. Überall sind Lawinen runtergegangen, rechts und links und oben und unten. Ich würde sagen, es war einfach amazing. Gut was. Bist du ready? Wir sind gleich soweit. Ich bin schon durchmassiert. Jetzt können wir essen. Und eben den perfekten Spielplatz zu finden, das war so mein Ziel von dem Trip. Hoffentlich finden wir jetzt endlich unseren Spielplatz mit diesem Schiff hier. Wow! Die anderen schießen dann nach vorne mit ihren Dünafit-Zahnstochern da, nix drunter, ich mit meinen Powderlatten. Da habe ich mir gedacht, bitte lass den Wind einfach nur kommen, dass wir gleich die Kites aufbauen und nach oben schießen.
Tobi war unverbesserlich. Er hat dann den Kite aufgezogen, es hat natürlich nicht geklappt. Sind wir da jetzt da, oder was? Was ist das? Was ist das? Bin mir nicht sicher. Das ist es jetzt, oder was? Das ist es! Auf gibt's dann Pollcheck. Yeah. Als wir unseren Spielplatz dann gefunden haben, gab es für Tobi und Maxi kein Halt mehr. Wo Philipp und ich einfach nur noch ins Bett wollten, sind die beiden komplett ausgerastet, haben uns dazu verpflichtet, allen Schnee wegzutragen und haben gegraben wie die Bekloppten. Früher als Kind, da habe ich schon geliebt, Iglus zu bauen und Schneehöhlen zu graben. Aber jetzt diesmal so am Berg zu sein und die Nacht zu überstehen und deshalb eine Höhle zu graben, also das hat mich schon besonders gereizt. Welcome to the castle. Komm mit. Willkommen! Yo. Im Castle. Unsere Kochnische mit dem Kochgeschirr, eine Nische für Salz und Pfeffer, eine Nische für Gas, Müll, für Grütze, Verpackungen, Klebeband, Besteck. Hier ist die Frühstücksnische, Fotokameranische. Genau, was das sie sollen. Das ist Powerbank und das für ladendes Zubehör. Und hier oben unser Lüftungsgitter. Außerdem gibt es noch private Nischen, da dürfen wir nicht reinfilmen, weil da liegt Highly Confidential Stuff drin. Achtung, gleich kommt eine Böe. Fake News. Fake News. Da steht er. Whiteout. Jetzt ist vorbei mit der Sicht. Bad oben abgebrochen. Keine Chance. Aber dass wir jetzt in Bewegung bleiben und dass wir zurückkommen zum Lager. Käse schneiden. Par excellence. Jetzt gibt es noch Käse Dia. Kann er was, oder? Gas, Ketchup! Waffe! Ich seh den Gipfel schon! Und Eispickel! Schon frustrierend, ey. Da kommst du hoch, baust dir das geilste Lager auf, schleppst zwei Tage alles Zeug hoch und dann hast du nur scheiß Wetter. Heul nicht so rum. Wenn man dann hier so tagelang auf dem Gletscher im Zelt liegt, dann schmilzt man natürlich arschkohlen, sagt man, rein. Und dann rutscht man immer mehr zusammen. Mei, wir haben das Beste draus gemacht. Wir hatten eine Mordsgaudi. Und das macht man auch nicht jeden Tag. Also von daher passt es schon. Ja, wir machen weiter. Wir machen weiter, ist ja klar. Dann sind wir auf die Lofoten gefahren mit den Hurtigruten und zum Oma-Tanker. Das war ziemlich witzig. Ohne Sachen zum Stricken kamen wir uns ein bisschen ausgegrenzt vor.
Es war aber auch sehr geil, weil es ein tolles Frühstücksbuffet gab und es eine geile Erfahrung war und die Landschaft hier einfach der Wahnsinn ist. So ist lässig, so ist lässig. Das ist die perfekte Entwöhnung von schlechtem Kaffee und Haferflocken auf dem Wetter. Das Schiff unter die Brücke durchgefahren. Wahnsinn. Unfassbare Szenen spielen sie hier ab. Haben wir uns das hier verdient? Naja! Tobi, was machen wir heute eigentlich? Schauen wir mal, wo ein guter Hang ist. Fahren wir erstmal da hinten an den Berg, oder? Der sieht geil aus. Captain, you think you can drop us there? Yes, of course. Yeah? No problem? Yeah, no problem. Let's go full speed ahead, eh? Yeah! 17 Stunden Fahrt später lagen unsere Hoffnungen dann voll und ganz auf den Lofoten. Und dann sind wir endlich angekommen und ja, kein Wind. Geiles Wetter, kein Wind. Langsam hatte selbst ich meine Zweifel, wie realistisch es war, mal wirklich diesen perfekten Gipfeltag mit dem Kite zu erwischen. Wir haben aber dann gesagt, wir schnappen uns das Auto und fahren die Spots ein bisschen ab, denn so schlecht sieht der Forecast auch nicht aus. Wind, volle Katastrophe und Spaß 100%. So, glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Der Wind kam dann, zwar aus der falschen Richtung, aber wir haben es trotzdem mal versucht. So eben neues Gelände zu erkunden mit Freunden, das ist einfach der Wahnsinn. Einfach mit den Jungs Spaß haben, das ist halt immer cool bei so einem Trip, aber so eine kleine Erwartungshaltung habe ich dann doch gehabt. Das war einfach wirklich mal mit dem Kite auf den Gipfel zu kiten und dort dann oben zu stehen. Wir haben dann jeden Tag die Wetterkarten studiert, plötzlich drehte dann der Wind. Und dann sind wir einfach für alles entschädigt worden. Ich glaube auch jetzt wieder an den Kite. Hochkiten, den Tourengehern um die Ohren fahren. Es war einfach alles echt fett und hat so Spaß gemacht. Als ich von dem anderen Kiter hochziehen lassen und einfach alle Sportarten mischen, alles kombinieren, das ist so mein Ding. Und dann 2 Tage mega.
sitzt du wirklich oben in der Abendsonne, hast einen Traum-Sonnenuntergang stundenlang und immer den perfekten Wind gehabt. Das war einfach so geil da oben. Es war entspannt, es war lustig, die Jungs waren cool drauf, wir waren cool drauf, wir hatten eine geile Zeit. Es war einfach der Wahnsinn. Genial.